Wir sehen hier zwei äußerst raffiniert kolorierte Zinkografien von Paul Gauguin. Sie stammen aus der Suite Volpini. Das hat damit zu tun, dass nachdem Gauguin bei Van Gogh in Arles war, er zurückkam, Motive, die er in Arles gemalt hat, auf Zinkplatten zeichnete, um sie drucken zu lassen, um damit, wie er selber sagt, berühmt zu werden. Die Drucke wurden ausjuriert und durften nicht auf der Weltausstellung 1889 in Paris gezeigt werden. Und so entschloss er sich, ein Café zu fragen, nämlich das Café Volpini, und kann dort mit seinen Freunden ausstellen. Das Raffinierte nun an diesen Blättern ist, dass es sie koloriert. Mit der Kolorierung erzeugt Paul Gauguin eine Unmittelbarkeit, deren Moment bis heute erhalten ist.